Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Heute geht's um ein paar Tipps und Tricks. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben im Stream, zusammen mit dem, mit den Mods. Und, Hallöchen, was möchtest du denn? Möchtest du gespeichert? Ups. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Tipps und Tricks. Ist unten unterteilt in Timestamps, da könnt ihr ein bisschen durchklicken und gucken, was es alles gibt und was ihr wissen wollt. Als erstes würde ich sagen, schauen wir uns mal das Erscheinungsbild an. Weil, wie ihr seht, ich habe ja hier so eine geile Maske an, ich habe hier den geilen Slytherin-Umhang an. Und da zeige ich euch mal, wie das geht. Ihr geht auf Start und dann auf Ausrüstung. Dann habt ihr hier eure ganzen Klamotten. Und was ihr machen könnt, ist, wenn ihr auch da drüber hovert, dann seht ihr da Viereck Erscheinungsbild ändern. Und dann könnt ihr zum Beispiel bei dem Umhang Viereck drücken und dann hier, sagen wir mal, nehmen wir mal den hier. So, und dann der Umhang, den ihr anhabt, der bleibt mit eurer Offensive, mit eurer Verteidigung, mit eurer Eigenschaft. Aber der Umhang an sich, der Skin, der hat sich gewechselt. Als nächstes ist ein ganz großer Faktor Geld. Weil Geld wird gerade so im Endgame ganz großes Problem. Ganz kurz, wie liegt denn das Einhorn da? Ist es tot? Okay, sorry, ganz kurz. Also Geld machen. Geld machen gibt es eigentlich nur zwei Wege. Erstens, immer eure Klamotten verkaufen. Alles verkaufen, einfach immer verkaufen. Behaltet das Beste, der Rest weg. Ihr könnt mit Erscheinungsbild, habe ich ja gerade erklärt, alles, was ihr jemals gefunden habt, auswählen. Ihr könnt immer alles wegschmeißen und behaltet nur das Beste. Das zweite ist, wie ihr schnell Geld bekommen könnt, ist, indem ihr entweder züchten von Tierwesen. Ihr habt später vier Gehege, da könnt ihr richtig gut züchten. Oder Tierwesen fangen. Am besten Knuddelmuff, weil die brauchen nur ein so einen Ball zum Fangen. Ihr wisst, was ich meine. Tierwesen geben 120 und die Klamotten geben je nach Seltenheitsstufe halt 200 bis 60. Das ist die einzige Möglichkeit, um Geld zu bekommen. Die andere wären die Truhenaugen. Wie die Truhenaugen geöffnet werden, erkläre ich später im Schnelldurchlauf. Vergesst nicht, euer Twitch-Konto mit eurem Warner Brothers-Konto zu verbinden, denn ihr könnt noch bis zum 25. Februar vier exklusive Erscheinungsbilder bekommen. Vier Skins, die blende ich euch einmal hier oben ein. Dafür müsst ihr jeweils für jeden Skin 30 Minuten auf Twitch zuschauen. Am besten bei mir, ich habe die Twitch-Drops aktiviert. Das heißt, zwei Stunden zuschauen, dann kriegt ihr vier exklusive Erscheinungsbilder. Das Ganze geht aber nur noch bis zum 25. Februar. Der nächste Punkt, das hatte ich ja in meinem Avada Kedavra-Video schon angesprochen, sind die unverzeihlichen Flüche. Da gibt es ja drei Stück von, Crucio, Imperio und Avada Kedavra, den ich ja leider verkackt habe. Ganz wichtig, bei der Questline von Sebastian, dort, wo ihr immer seht, dass ihr den Zauber bekommt, ich zeige euch das gerade mal, dort müsst ihr mal ganz genau aufpassen, was ihr anklickt. Hier zum Beispiel, im Schatten des Relikts, und dann steht der Belohnung Avada Kedavra. Da müsst ihr ganz doll aufpassen, was ihr anklickt bei Sebastian. Wenn ihr da nähere Informationen haben wollt, gerne mal das Video abchecken, was ich hier oben verlinke. Wenn ihr hier auf der Karte seid, dann könnt ihr mit Steuerkreuz links und rechts oben die Karte wechseln. Zur Weltkarte, zu Hogsmeade, zu Hogwarts. Und ihr müsst nicht immer jedes Mal hier hoch covern und dann da klicken. Ihr könnt einfach nach links oder nach rechts auf das Steuerkreuz drücken. Das steht auch da unten erklärt. Karte ändern. Da könnt ihr einfach die Karte so durchändern. Als nächstes würde ich euch gerne erklären, wie man fliegt auf dem Besen. Das wird zwar in der Story erklärt, aber ich finde, da gibt es verschiedene Möglichkeiten zu fliegen. Also, der rechte Stick, den solltet ihr nur benutzen zum Steigen und zum Sinken. Nicht nach links und nach rechts die Kamera wechseln, weil das ist erstens sehr behäbig und zweitens, wenn ihr aufsteigt und die Kamera dreht, dann, also es geht nicht beides gleichzeitig. Seht ihr das? Gerade bei diesen Flugstunden ist das sehr schwierig und wenn ihr mal
sonst irgendwo hin navigiert. Deswegen den rechten Stick nur zum Steigen und zum Senken benutzen und den linken Stick nur für links und rechts. Und wenn ihr den linken Stick reindrückt, dann macht ihr einen Boost und ihr müsst gar nicht mit dem Stick nach vorne drücken. Ihr packt den Stick, ihr drückt einmal den L3-Button und dann fliegt ihr. Und dann könnt ihr nach links und nach rechts gehen, nach links, nach rechts, runter und hoch mit dem rechten Stick. Und wenn ihr jetzt nach rechts und nach unten wollt, dann macht ihr mit dem linken Stick nach rechts und mit dem rechten Stick nach unten. Und so fliegt ihr meiner Meinung nach am besten. Wenn ihr den linken Stick für die Kurvenlage benutzt und den rechten Stick für unten und oben. Und wie gesagt, ihr müsst auch nicht den Stick nach vorne gedrückt halten. Der fliegt von automatisch. Ihr müsst nichts machen. Der fliegt automatisch. Nur L2 müsstet ihr dann drücken, wenn ihr einen Boost haben wollt. Ansonsten braucht ihr das nur für links und rechts. Links und rechts, hoch und runter. Ich wurde des Öfteren gefragt, wie die Schlösser funktionieren mit Alohomora. Deswegen erkläre ich das jetzt einmal. Wenn ihr hier in dem Schloss seid, dann habt ihr einmal mit dem rechten Stick könnt ihr den linken machen und mit dem linken Stick könnt ihr den äußeren Ring machen. Und was ihr macht ist, hört ihr das Bim? Bim. 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 Also entweder geht ihr langsam lang, bis ihr es findet, oder ihr geht einmal durch und ihr seht ja auch, wie es sich in der Mitte, seht ihr, wie das in der Mitte sich dreht manchmal, so ein kleines bisschen, dann seht ihr, da war die Stelle. Da ist die Stelle. Da ist die Stelle. Da ist die Stelle. Und mit dem Äußeren, da seht ihr das dann ganz außen, die Ringe. Bam, 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 bam. Seht ihr das? Das ist der Indikator. Die beiden Geräusche. Zack. Das ist Alohomora. Überall in Hogwarts sind diese Rätseltüren versteckt und ich erkläre euch, wie ihr die Rätseltüren lösen könnt. Ihr geht einmal auf Enthüllen und dann gibt es hier so ein kleines 1x1. Das ist wirklich Grundschulniveau. Und was ihr machen müsst, ist die äußeren drei Kreise zusammenzählen und das muss dann in der Mitte die Zahl ergeben. Wenn wir den oberen uns angucken, ist das 15 plus Ziegenkopf gleich 23 plus das Fragezeichen noch. Und jetzt müssen wir gucken, was wir für den Ziegenkopf für eine Zahl einsetzen können. Und wenn wir uns mal den Rahmen außenrum angucken, da fängt man unten links bei diesem Demigeist bei 0 an und geht dann zum Einhorn 1, Ziegenbock 2, Dreikopfschlange 3 und so weiter bis unten zur Hydra, das ist die 9. Und da sind wir dann bei dem Ziegenkopf bei einer 2, 15 plus 2 auf der Tür ergibt 17. Das heißt, das Fragezeichen muss eine 6 sein. Und eine 6 wäre dann auf dem Tableau dort ein Gecko. Das heißt, das Fragezeichen ist ein Gecko. Dann können wir hier bei dem Fragezeichen Gecko eingeben. Gecko. Und das gleiche gilt dann hier unten für das Rätsel. Dreierschlange ist die 3 und die Hydra ist eine 9, sind zusammen 12. Das heißt, es fehlen noch 7. Das wäre dann diese Krake. Zack. Und dann könnt ihr öffnen. Das ist das ganze Geheimnis. Und hier gibt es übrigens immer eine versteckte Kiste mit etwas aus eurer Sammlung, sehr wichtig, falls ihr 100% machen wollt. Außerdem ein Tipp zu eurem Revelio. Wenn ihr Revelio wirkt, hört mal hin, dann kommt so ein Klingeln. Wenn es ein Klingeln gibt, heißt das in eurem Wirkungsbereich eine Buchseite versteckt ist. Und umso, wie Donner und Blitz, umso schneller das Klingeln ertönt, umso näher seid ihr dran. Revelio. Ah, ist so ein bisschen was weiter weg. Und was ihr machen könnt, wenn ihr ein 3D-Headset habt, könnt ihr auch hören, wo es klingelt im Raum. Wenn ich jetzt hier so schaue, ich schaue jetzt geradeaus und ich mache das, klingelt es über mir. Und wenn ich jetzt über mir gucke, dann sehe ich dort das. Und das ist eine Buchseite.
Und so könnt ihr mit Revelio alle Buchseiten euch schnappen. Manche Missionen und manche Tierwesen und manche Gegner tauchen nur bei Tag oder nur bei Nacht auf. Den Tag-Nacht-Wechsel könnt ihr machen, indem ihr auf die Karte geht. Und dann seht ihr schon unten rechts R3 drücken für Warten. Und wenn ihr das macht, könnt ihr zum Tag bzw. zur Nacht sprengen. Wenn ihr auf dem Weg zu einer Aufgabe seid, könnt ihr einmal Steuerkreuz nach oben drücken. Und dann wird euch der Weg angezeigt. Falls ihr unten mit der Karte nicht arbeiten könnt, die ich halb verdecke, könnt ihr einmal Steuerkreuz oben antippen und dann kommt hier so ein kleiner Weg, der euch zur nächsten Aufgabe führt. Ist ganz nett gemacht. Noch ein kleiner Tipp fürs Angreifen. Gerade bei der PlayStation 5 Variante habt ihr ja die adaptiven Trigger. Ihr müsst zum Angreifen den Trigger nicht komplett durchdrücken, weil hier unten ist so ein kleines Stück, was schwierig wird. Ihr könnt das auch nur antippen. Und so habt ihr dann nicht so krasse Fingerschmerzen wie ich die ersten 20 Stunden. Relativ zu Beginn des Spiels stoßt ihr hier auf diese Kiste mit einem Auge drauf. Und die kann man so nicht einfach aufmachen. Und was ihr dafür machen müsst, in dieser Mission kriegt ihr den Zauber des Illusion. Das müsst ihr einsetzen. Und dann so, dass die Kiste euch aus den Augen verliert. Und wenn ihr dann zur Kiste lauft, dann könnt ihr die Kiste aufmachen. Zack. Und es gibt 500 Geld. Und 500 Geld ist sehr, sehr wichtig. So einfach kann man alte Magie farmen. Combo 90. So könnt ihr auch die Trophäe machen. Mit 100er Combo. Einfach den Inferi abballern die ganze Zeit. Da ist die 100er Combo. So einfach kann man sich alte Magie vorladen. Einfach ein Inferi. Zack, schon wieder. Alte Magie fast voll. Also einfacher geht's nicht mit alter Magie. Ja, voll. Easy.